Eine kleine Naturoase lädt ein, den Frühling zu entdecken. Der Koblenzer Hauptfriedhof ist etwas Besonderes, denn... Also wir haben im letzten Jahr zu dem Hauptfriedhof ein 200-jähriges Jubiläum gehabt. Und er ist halt für die Stadt insofern sehr besonders, da er nicht in der ursprünglichen Form, wie es früher halt war, in der Innenstadt oder ich sag mal siedlungsnah entstanden ist, sondern man hat dann irgendwann aufgrund der Stadtentwicklung erkennen müssen, dass man eine neue Fläche braucht für einen Friedhof und hat dann dieses Areal, sage ich mal, als Hang Richtung Karthause für sich entdeckt und hat erstmal darauf geschlossen, dass man siedlungstechnisch da nicht sehr schnell in diese Richtung wachsen wird. Und das war auch eine sehr kluge Entscheidung. So konnte er also über 200 Jahre bis heute sich entwickeln und nimmt fast den ganzen Hang von der Goldgrube bis zur Karthause ein. Es gibt viele kleine Details zu entdecken, aber das Willkommen ist erstmal ein richtiger Hingucker. Also wenn man reinkommt, erstmal wird man direkt die Platanenallee entdecken. Die Platanen sind fast so alt wie der Friedhof tatsächlich. Das sind halt 200 Jahre vielleicht nicht, also wurden schon später gepflanzt noch, aber sie sind halt freigewachsen, wurden nie geschnitten und beschreiben eigentlich auch den ursprünglichen Teil der unteren Grabfelder. Und man hat sie vor einigen Jahren mühevoll saniert, weil die Bäume natürlich die Wege ein bisschen angehoben haben. Mit dem starken Wachstum hat man dann nochmal einen neuen Rahmen geschaffen. Das sind natürlich Besonderheiten hier auf dem Friedhof. Auch sehr besonders ist, dass wir für die Stadt wichtige Leute hier überall auf dem Friedhof verteilt haben natürlich. Und auch die alten Grabsteine noch erhalten sind. Also wir sehen einen großen Wert an Grabmalskunst, sage ich mal, wie sie heute kaum noch zu finden ist. Ein Spaziergang über diesen Friedhof ist ein richtiger Lehrpfad. Viele Schilder geben nützliche Hinweise. Ja, also insbesondere vor der Verwaltung beginnt schon das Arboretum und zieht sich dann praktisch durch den ganzen Friedhof durch, bis oben zum Löwentor auf der Karthause. Also das heißt, wenn man diesen Weg läuft, hat man permanent rechts und links, wird man begleitet von botanischen Besonderheiten. Das Arboretum ist ein bisschen in die Jahre gekommen, es ist viele Jahrzehnte alt und beinhaltet eben nicht nur Bäume, sondern auch Sträucher. Bei den Sträuchern ist es so, dass die Lebenszeit sehr begrenzt ist und wir eben auch aufgrund der Arbeit, die wir sonst haben, nicht immer schaffen, alles nachzupflanzen. Von daher gesehen muss man ein paar Abstriche machen, aber attraktiv ist es auf jeden Fall und besondere Sträucher findet man. Wenn man wissen möchte, was für Sträucher das sind, dann wird man halt immer an Schildern vorbeilaufen können, wo halt beschrieben ist, wie sie botanisch heißen, wo sie herkommen und was man da und wann man es blühen sieht. Pflanzen, Tiere und Geschichten. Dieser Ort hat so viel zu erzählen. All das wurde jetzt in einem Buch niedergeschrieben. Warum? Ja, wir wollten ein bisschen die Geschichte aufarbeiten, um daran zu erinnern. Wir wollten auch nicht broschürenartig das haben, sondern wollten ein richtig gebundenes Buch, damit es auch eine gewisse Wertigkeit hat. Und wollten halt auch die Entwicklung aufzeigen von damals bis heute, aber natürlich auch in die Zukunft, was die Perspektiven sind. Und das haben wir halt in dem Buch zusammengeführt. Ein Osterspaziergang durch den erwachenden Frühling. Mit Abstand und Hoffnung. Wunderbar für die Seele.